Hallo und herzlich willkommen zu einer inzwischen 36. Ausgabe hier beim Telestammtisch. Euch erwartet der zweite Interviewmarathon der Interviews, die ich bei der Comic-Con Germany 2019 geführt habe. Laut meinem Computer haben wir jetzt hier ungefähr eine Stunde Material vor uns und wir werden uns hier diversen Künstlern aus der Artist Alley widmen, denn ich war wieder mal so frei, mir da diverse zu schnappen. Das sind jetzt hier letztlich die Leute, die quasi am zweiten Tag vor allem von mir interviewt worden sind. Und insgesamt werden es 9 Interviews sein. Ich habe ungefähr, wie gesagt, eine Stunde Material und yo, will jetzt hier nicht nochmal ein großes Fazit zur Con ziehen. Das habe ich bereits vor 2 Ausgaben getan. Möchte allerdings noch darauf hinweisen, dass ich beim letzten Mal den Mittelaltermarkt überhaupt nicht erwähnt habe. Der ist ja auch ganz neu da. Warum er jetzt insbesondere auch bei dieser Con so in der Form da war, kann ich nicht genau sagen. Da kann ich nur spekulieren. Der Mittelaltermarkt selbst ist ein total cooles Ding. Ihr könnt euch vorstellen, dass die einzelnen Messehallen in Stuttgart verbunden sind durch halt so ein Glaskonstrukt mit Gängen und in der Mitte dieses Glaskonstruktes ist ein großer Innenhof und auf diesem Innenhof, da gab es diesen Mittelaltermarkt und es war natürlich auch mega geiles Wetter und aus dem Grund hat sich natürlich der ein oder andere dann doch mal zu dem Mittelaltermarkt getraut, der mir wirklich gut gefallen hat. Hier waren diverse Händler, die halt so ganz klassisch mittelaltermarktmäßig da eben Sachen verkauft haben, ja, also von irgendwelchen Schwertern, bisschen zu Klamotten, Getränken, Essen, hast du nicht gesehen. Also da kann man, wenn man da so Bock auf solche Sachen hat, auf jeden Fall viel Zeit und Geld lassen. Und ich persönlich bin da eben auch mal drüber gelaufen, hab mir da, glaube ich, ein Käffchen gegönnt, hab mir das mal angeschaut. Es war halt auch schon mega heiß, ne? Und wenn man so viele Interviews führt, dann ist da jetzt vielleicht auch nicht so viel Zeit da gewesen, mich da jetzt so ausgiebig mit jedem einzelnen Händler zu beschäftigen. Aber wer Bock auf so Mittelalter-Dinger hat, der sollte da auf jeden Fall mal hingucken. Ich würde mich freuen, das beim nächsten Jahr wiederzusehen. Und ich sag mal so, andere Mittelalter-Marktveranstaltungen, die an Cons angegliedert sind, laufen scheinbar nicht so gut. Die werden wohl kaum frequentiert und haben auch kaum noch Aussteller. Im Gegensatz eben hier zu Stuttgart, das war total prima. Dann gab es vielleicht noch eine weitere Sache, auf die ich kurz zu sprechen kommen möchte, nämlich diesen EMP-VIP-Bereich. Da bin ich genau genommen nun mal ja am Samstagmorgen kurz rein. Da konntest du als Presse rein oder wenn du, glaube ich, bei EMP irgendwie Kunde bist oder hast so ein lustiges Mitgliedskärtchen, keine Ahnung, da kannst du dir dann eine 3D-Figur von dir machen lassen, ja, dann wirst du dann so eingescannt und die schicken dir das zu, das ist aus Plastik, das hat zum Beispiel der liebe Flo von Geekeregie gemacht und das kann man da machen, keine Ahnung, du hast einen tollen Blick aufs Atrium runter, quasi wie so ein Exklusivblick von so ganz gechillten Sitzkissen aus und noch eine Handvoll weitere Sachen wie Live-Zeichnen und so weiter und so weiter. Da gibt es also für Leute, die irgendwie EMP-Kunde sind, keinen Plan, irgendwie Möglichkeiten, sich das nochmal genauer zu geben. Es waren viele weitere Sachen auf der Con, die ich immer auch noch nicht angesprochen hatte. Ja, wir hatten also ganz viele so Fotopoints. Ich kann die jetzt hier nicht alle aufzählen, aber es waren natürlich diverse Leute von diesen Star Wars-Gruppen da, die in ihren total tollen Kostümen da irgendwie rumrennen. Wir hatten mega viel Lego aufgebaut. Es gab wieder so dystopische Leute, die im Stile von Mad Max Fury Road unterwegs gewesen sind. Und noch eine ganze Menge weitere Sachen. Aber ich glaube, da geht ihr am besten selbst einfach mal auf die Internetseite der Con und schaut, wer sich dieses Jahr dorthin verirrt hatte. Euch wünsche ich jetzt viel Spaß bei den Interviews, die ich eben dort aufgezeichnet habe. Freue mich von euch zu hören und freue mich vielleicht auch drauf, euch dieses Jahr noch bei anderen Veranstaltungen anzutreffen. Das wären bei mir, eigentlich gibt es da noch eine Möglichkeit und zwar ist das dann die Con in Dortmund. Da ist bestätigt, dass ich da sein werde. Ich werde auch beim Rudolf Dirks Award anwesend sein, da sicherlich auch das ein oder andere Foto schießen, vielleicht Interviews führen und dann natürlich auf der Con selbst auch mal gucken, was ich da rausholen kann. Ich freue mich drauf, es wird ein Riesenspaß. Inzwischen ist auch schon bestätigt, dass Erlangen nächstes Jahr wieder in Zelten stattfinden wird. Ich bin gespannt, ob man das exakt selbe Konzept vom letzten Jahr wieder durchführen wird, also von 2018 dann auch in 2020 oder aber ob es Anpassungen geben wird, inwiefern man dann auch die Halle, die Ladeshalle wieder einarbeitet ins Konzept. Da bin ich sehr gespannt, es wurde eine Menge Geld bereitgestellt, mein Hotelzimmer ist gebucht und ich freue mich wie ein Kleinkind drauf. Und ich freue mich natürlich auch auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Ich freue mich auf eure Bewertungen auf iTunes, auf podcast.de. Auf Facebook könnt ihr uns bewerten. Ihr könnt uns, glaube ich, auch bei Google bewerten. Und wo man eben sonst so Bewertungen hinterlassen kann, macht das bitte mal. Auch die Beiträge, die ich bei den Social-Media-Plattformen erstelle und da die entsprechenden Künstler verlinke, könnt ihr gern auch teilen, nicht nur liken. Das erhöht insgesamt nochmal die Reichweite und sorgt dafür, dass die Künstler, die ich hier interviewt habe, auch die Plattformen, die ich denen immer verspreche, letztlich auch bekommen. Weißt du Bescheid? Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier bei der Comic-Con ist eine junge Dame, die hat etwas publiziert. Da habe ich die Gesichter auf dem Cover wiedererkannt und ich weiß gar nicht so genau, ob die das durfte. Da gucken wir jetzt mal. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
Ich heiße Petra, hallo. Und im Internet kennt man mich als Queen Stardust. Du hast gerade erzählt, wenn du gerade keine Comic zeichnest, dann machst du Sachen mit Animationsfilmen. Was genau machst du da eigentlich? Ich mache Storyboards für Animationsfilme. Und ich bin quasi in der Pre-Production. Ich kriege ein Drehbuch und Designs und mache eine erste Version vom Drehbuch, eine gezeichnete Version, die zusammengeschnitten wird und vertont wird. Und man kann sich quasi die Episode dann schon mal als Film anschauen. Freiberuflich, ist das so dein Hauptjob oder machst du das nebenbei? Wie läuft das? Ich mache das freiberuflich, aber schon 8+ Stunden am Tag. Okay, alles klar. Und ja, damit verdiene ich mein Geld und alles, was du hier am Stand siehst, ist halt manchmal in meiner Freizeit. Weil ich habe ja eigentlich gedacht, ich werde mal Comiczeichner. Und ja, und deswegen mache ich jetzt Comics ein bisschen in meiner Freizeit und an Wochenenden und eigentlich nur, was mir Spaß macht. Ja, sau cool. Und ich glaube, du hast auch ein bisschen Bock auf Star Wars, oder? Ja. ich bin Star Wars-Fan, seit ich glaube, 10 bin oder so. Und jetzt, seit die neuen Filme draußen sind, bin ich wieder total angefixt. Und ich mag die ganzen Charaktere und ich zeichne die gerne. Und, ja. Weißt du, was sagst du zum, oh Gott, war das der 8. Teil? Und was erwartest du von Teil 9? Über den 8. möchte ich nicht reden. Und ja, ich hoffe, dass der 9. Das ist alles schön, wieder rausreißt. Ja, einen guten Abschluss wünsche ich mir eigentlich. Also, ich meine, ja, die werden das schon hinkriegen. Also. Ich glaube, Disney hat schon eine Ahnung davon, was sie da in der Hand haben und dass sie es nicht verbocken dürfen auch. Ne? Wie sieht's aus? Was ist das denn genau hier für ein Comic, der hier vor mir steht und warum kenne ich die Gesichter? Ja, also, das ist ein Kylax-Comic und das ist quasi, wir shippen Kylo Ren und General Hux. Und das ist ein Comic, den ich letztes Jahr gezeichnet habe für meinen Blog. Und ich habe einen 11-seitigen Comic gemacht und quasi die Fanarts noch mit reingepackt und in ein Heftchen gemacht und es im Internet verkauft. Und da gibt es jetzt noch ein paar Exemplare hier auf der Messe. Und ja. Das ist auch geil. Ich glaube, Star Wars ist im Gegensatz zu Star Trek ja auch relativ cool, was das Fandom angeht. Ich glaube, das ist eigentlich ganz entspannt im Vergleich. Also da kann ich nichts zu sagen, weil ich nie im Star Trek-Fandom war. Aber ich weiß, dass das Star Wars-Fandom zumindest auf Twitter auch ganz schön garstig sein kann. Ich meine mehr so, das Fandom war der falsche Begriff, ja. Ich meine mehr so im Sinne von den Rechtegebern. Ich glaube, Disney winkt echt, die finden es cool, dass es so eine riesen Fanbase gibt. Die so bei Star Trek sagst du einmal zu laut Star Trek und dann kommt einer und verklagt dich. Ist es so? Ja, es ist das so. Das wusste ich nicht. Also ich habe von, zumindest von den Leuten, die Artist-Tables in den USA haben, gehört, dass selbst die Legal-Leute von Disney vorbeikommen und Fanarts kaufen. Und ja, ich meine, es ist ja irgendwie auch Werbung für sie. Und wir verdienen ja eigentlich auch nichts dran. Das ist eine Postkarte für 2 €. Du sagst, Huxley und Kylo haben sich hier ganz schön gerne in deinem Buch, in deinem Heft. Das war ein Eindruck, den ich jetzt nicht unbedingt hatte aus dem Film. Was hat dich denn dazu inspiriert? Ich schätze, das Online-Fandom hat mich einfach inspiriert, weil ich habe die Filme 3-mal gucken müssen, bis ich auch gesehen habe, okay, da läuft vielleicht noch was hinter den Kulissen, was wir in den Filmen nicht sehen. Wenn sie beide mit ihren Lichtschwertern arbeiten, dann wird's lustig. Genau. Ja, das ist dann unserer Fantasie überlassen. Cool, und du hast gemeint, man kann sich das Ganze auch online anschauen. Wie ist das denn? Ist es von Anfang an irgendwie nur als Online-Publikation gedacht gewesen oder eher für den Druck? Wie war so das Production-Prozess? Also da ich eigentlich hauptsächlich Sachen für meinen Blog zeichne, habe ich gedacht, es wäre echt mal schön, auch was in der Hand zu haben. Und deswegen habe ich halt letztes Jahr mich hingesetzt und alles in ein Heftchen gepackt und gesagt, wenn ihr das wollt, also die meinen Blog lesen, wenn ihr irgendwie das wollt, dann drucke ich das auch für euch. Und dann habe ich halt ein paar auch in die Welt hinausgeschickt und ein paar hier verkauft. Und das ist auch cool. Gibt es denn schon ein weiteres Projekt, das du anteasen kannst? Also ich werde auf jeden Fall noch jede Menge Fanart zeichnen. Aber auch, ich würde gerne einen kurzen Comic mit meinen Gorgonen-Characters zeichnen, also quasi mit Medusas Schwestern. Das würde ich gerne als nächstes in die Hand nehmen und dann mal schauen. Mega. Jo, vielen, vielen Dank und viel Spaß noch. Ciao. Vielen lieben Dank. Tschüss, viel Spaß. Hier bei der Comic Con Germany in Stuttgart habe ich eine Dame auf der Bühne gesehen, die hat eine unheimlich krasse Bühnenpräsenz. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Jutta. Hi Jutta, du warst vorhin auf der Bühne, was hast du da gemacht? Ich habe mit Sarah Burini geredet, war sehr interessant. Und worum ging's?
Ich kann mich nicht erinnern, es war so aufregend. Ich glaube, Comics. Cool, und davon hast du praktischerweise auch ein paar am Start. Du hast ein paar Drucker hier und eben auch ganz viele, es sieht aus wie ein Kalender. Vielleicht kannst du erstmal dich ein bisschen vorstellen, was machst du eigentlich die ganze Zeit so im Comic-Bereich? Ich mache alles Mögliche, worauf ich gerade Bock habe. Ich habe angefangen mit einem Webcomic. Über 5 Jahre lief das so vor sich hin und war irgendwann zu Ende. Und dann habe ich kleinere Projekte weitergemacht, Hefte gedruckt, Postkarten, Cartoons. Cartoons mache ich schon immer so nebenher. Und das Neueste, was ich jetzt habe, ist ein Kalender mit Schweinehund-Cartoons. Also da geht es um den inneren, beziehungsweise in dem Fall äußeren Schweinehund, der dann kommt und einen zu Dingen überreden versucht und es meistens auch schafft. Ist es ein Hobby von dir oder ist es das, wovon du irgendwie auch lebst? Es ist ganz klar ein Hobby. Ich habe einen richtigen Beruf, ja. um das mal so zu sagen. Und nebenher so als Ausgleich und weil ich es kann, mache ich halt noch so Comics. Die hier auch neben uns liegen, das sind 3 Hefte und etwas dickeres. Vielleicht magst du mal kurz vorstellen, was du uns da mitgebracht hast. Die 3 Hefte, das waren ursprünglich mal 4. Das sind 4 Bände, spielen im selben Universum, aber sind in sich abgeschlossene Geschichten, Kurzgeschichten mit zwischen 8 und, glaube ich, 20 Seiten oder so. Und die sind einfach so aus Spaß. Ich will immer wieder mal andere Stile ausprobieren und mache dann eben Geschichten dazu und guck mal, ob mir der Stil liegt. Und dann drucke ich es und sehe mal, ob es jemand kaufen will. Und das längere ist die Zombie-Geschichte. Das ist eine etwas längere Geschichte, 40 Seiten, Zombie-Thema, spielt in Süddeutschland. Und das, ja, ist koloriert und vor allem ist es auch thematisch was so auch ein bisschen hier uns Nerds anspricht. Denn Zombies kennen wir alles. Sind diese Nerd-Themen generell was du bedienst? Ja, ich bin selber so ein bisschen Nerd natürlich. Merkt man gar nicht. Aber ja, ich mache halt, was mich interessiert. Und wenn es andere auch interessiert, dann ist natürlich cool. Ich finde es immer geil, wenn man Hefte und auch kleine Mini-Trades hier mitnehmen kann. Hast du das von Anfang an für den Druck konzipiert oder war das auch irgendwie online erhältlich? Wie sieht das aus? Also mein erstes Webcomic war überhaupt nicht für Druck konzipiert. Das musste ich erstmal bearbeiten und dann sah es gedruckt trotzdem nicht so richtig gut aus. Und danach habe ich mir überlegt, okay, ich will, dass man es auch drucken kann. Und seitdem ist es immer schon so ausgelegt, dass es eben auch funktioniert. Ja, geil. Und dann hast du ja anscheinend noch einen ganz netten Kalender. Du hast was auf der Schulter und was auf deinem T-Shirt. Und irgendwie sieht das alles ziemlich ähnlich aus. Vielleicht magst du uns das nochmal kurz erzählen, was es ist. Das ist der Schweinehund. Den kennt jeder, hat auch wahrscheinlich jeder mindestens einen davon. Der sieht bei mir eben so aus. Er ist lila, hat spitze Ohren, ist tatsächlich so ein bisschen eine Mischung zwischen Schwein und Hund. Hat spitze Zähne, ja. Genau, und sitzt entweder auf der Schulter, manchmal ist er auch riesig groß und sitzt auf mir drauf, manchmal sitzt er auf dem Sofa. Jetzt im Kalender sind eben alle Cartoons, die ich dazu gemacht habe, gesammelt. Das sind, glaube ich, 22 Stück oder so. Es gibt ein paar mehr, die veröffentliche ich in unregelmäßigen Abständen auf meiner Internetseite, gobopictures.de. Und ja, der Kalender ist jetzt dieses Jahr ein Kalender ohne Jahr, sodass man ihn einfach immer weiterverwenden kann und sodass ich auch die gedruckten nicht wegschmeißen muss, die ich nicht verkauft habe. Mega smart. Das gucke ich mir gleich nochmal genauer an. Sind das denn mehr so wirklich einzelne Cartoons oder ich sehe ja auch Strips, die hier aufgedruckt sind. Ist das irgendwie immer eine Kurzgeschichte oder eine Situation? Was genau ist das eigentlich? Das sind im Normalfall Strips, also Zeitungsstrip-Format, 3 bis 4 Panels in Reihe und erzählt einfach eine kleine witzige Situation mit dem Schweinehund und mir. Ist das so ein bisschen autobiografisch? Nein, es ist, natürlich hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Der Charakter sieht mir nur ganz zufällig ähnlich und hat die gleiche Frisur und ist so angezogen wie ich. Alles klar, gibt Zufälle, die gibt's einfach. Das ist eventuell auch eine Parallele zur Sarah Burini, mit der du vorhin auf der Bühne saßt. Ja, ich glaube, wir machen tatsächlich ähnliche Dinge. Der Humor ist auch manchmal, hoffe ich, so ein bisschen ähnlich, weil sie ist schon so ein bisschen was wie ein Vorbild für mich, weil sie halt coole Sachen macht. Und ja, richtig. Und sie ist einfach so lustig und ich will auch so lustig sein und ich hoffe, dass ich es manchmal hinkriege.
Vielen Dank und toi toi toi, es war mir eine wahre Freude. Ciao. Danke. Hier bei der Comic-Con Germany war ja die Ginkgo-Preisverleihung, über die wir ausgiebig live auf Twitter und Instagram berichtet haben. Und glücklicherweise habe ich hier die Gelegenheit, mich mit einem Künstlerinnen-Duett zu unterhalten, die eine Reihe rausgebracht haben, die auf jeden Fall nominiert gewesen ist für den besten Comic Langform beim Ginkgo Award. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Hallo, ich bin die Mim. Hi, ich bin Bob. Mim und Bob, guten Tag. Hi. Ich stehe hier gerade vor euch und habe da drei fantastische Sachen vor mir stehen. Vielleicht könnt ihr erstmal, bevor wir auf das Werk selbst zu sprechen kommen und auch auf die Nominierung, euch mal so ein bisschen vorstellen. Wer seid ihr und was macht ihr die ganze Zeit? Ja, also ich bin Mim, ich bin 31 Jahre alt und bin eigentlich hauptberuflich in der Post-Production tätig. Das heißt, ich mache Models schön, sorge dafür, dass alle unrealistische Schönheitsvorstellungen bekommen und schäme mich ein bisschen dafür. Aber das Geld muss auf den Tisch. Irgendjemand muss die Miete zahlen. Genau, korrekt. Irgendjemand muss ja die Miete zahlen. Ja. Und ansonsten in der Freizeit lese ich gerne Comics und mache gerne Comics. Und wie ist es bei dir? Hi, ich bin Bob, ich bin 34 und ich bin jetzt freiberuflich mit Grafikdesign, Illustration und allem drum und dran, was halt Geld bringt, und mache nebenbei Comics. Sau cool. Ihr macht diese Reihe gemeinsam, habe ich schon gehört. Erste Frage, wenn ihr gemeinsam arbeitet, tretet ihr unter einem Namen auf, einem gemeinsamen, oder macht ihr alles so getrennt? Wir treten tatsächlich nur als Duo auf. Unser Künstlername ist Pushcart. Und ich glaube, Marlin hat alleine davor noch ein bisschen was gemacht. Bob, Entschuldigung, jetzt habe ich voll deinen Klarnamen gespoilert. Oh je, kann man das piepen? Bitte piepe es. Wenn du es nochmal einsprichst, kann ich es schneiden. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Dann lassen wir es drin, es klingt dann nämlich richtig so realistisch und so, weißt du wie? Ja geil, also zusammen dann immer, ne? Wie habt ihr euch kennengelernt und warum? Wir haben uns, also immer wenn wir gefragt werden, wie wir uns kennengelernt haben, wir haben uns in einer verrotteten Kapelle kennengelernt, als wir gegenseitig Zombies geschlachtet haben. Sie hat einen riesigen Monstermob auf mich gezogen und ich habe echt viele Prozente verloren, weil ich verreckt bin. Wir haben uns in einem Online-Rollenspiel kennengelernt und jetzt sind wir zusammen und verlobt. Cool, zur Verlobung herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch auch zur Nominierung vom Ginkgo Award. Hat es eigentlich geklappt oder nicht? Es hat leider nicht geklappt, aber das ist auch bei der Konkurrenz überhaupt nicht schlimm, weil ich fand, es waren so viele unglaublich tolle Titel nominiert und dementsprechend war die Nominierung selbst schon eine Riesenüberraschung und wir sind total froh. Vielleicht könnt ihr uns jetzt mal erzählen, wofür ihr eigentlich nominiert gewesen seid. Wie heißt eure Serie, wovon handelt sie und wo kriegt ihr sie her? Also unsere Serie heißt Remembering Gale. Es ist ein Romance, Slice of Life und Drama-Comic im Manga-Stil. Es handelt sich ganz klischeehaft erstmal um zwei randalierende Jugendbanden an einer Highschool. Es kommt natürlich ein Lehrer dazu, der das Ganze irgendwie schlichten soll. Funktioniert nicht ganz so gut. Die Ereignisse überschlagen sich, es eskaliert, es geschieht etwas Furchtbares. Dum, dum, dum. Und in unserer Geschichte sprechen wir halt und erzählen wir halt, wie die Charaktere, die jetzt alle irgendwie ein bisschen damit verknüpft sind, damit umgehen, was passiert ist. Und es geht ums Erwachsenwerden, Familie, Freundschaft, Sexualität und einfach dieses ganze Potpourri an Dingen, die man halt als Jugendlicher so mit sich trägt. Und wir haben einen relativ langsamen Erzählstil, weil wir auch einen relativ großen Cast haben. Es ist eine charaktergesteuerte Geschichte. Dementsprechend möchten wir einfach jedem Strang genug Aufmerksamkeit und Zeit schenken. Da habe ich jetzt drei Trades vor mir stehen. Also Mangas, wird man, glaube ich, sagt man da auch Trades bei Mangas? Was sind Trades? Erklär es. Gesammelte Hefte bei Comics. Wenn du quasi sechs Comic-Hefte in einer Sammelband drin hast, ein Trade. Bei uns sind es einfach Einzelbände, nennen wir sie. Und die sind auch so angelegt, sind alle ungefähr 240 Seiten lang und entstehen innerhalb eines Jahres neben unseren Jobs, wenn wir das gerade so schaffen. So nebenbei mal eben so ein Comic. Sind die denn als ongoing geplant? Gibt es da noch weitere oder gibt es ein definiertes Ende? Wie sieht es aus? Die Story ist schon abgeschlossen, also in Textform natürlich. Wir wissen, wie es endet. Wir arbeiten jetzt quasi nur ab. Es geht weiter. Es werden, darf ich das verraten? Es sind 10 Bände geplant. Und ihr seid beides, habe ich im Vorgespräch schon gehört, auch an der optischen Erstellung, also am Artwork beteiligt, soweit ich mitbekommen habe. Ja, habe ich das richtig verstanden? Das würde auch erklären, warum jetzt einer von euch nicht arbeitslos daneben sitzt, währenddessen die andere quasi mit dem Zeichner beschäftigt ist. Vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, wie ihr euch da so reinteilt. Also die Geschichte ist, wie gesagt, von uns beiden entstanden. Ich mache das Ganze dann als Skript und mache die Layouts für die Seiten. Bob zeichnet das dann Ganze traditionell. Die Hintergründe entstehen digital. Und ich packe dann das für Manga typische Schwarz-Weiß-Toning-Rasterfolie drauf. Und am Ende macht Bob das
setzt den Text, bereitet die Druckdaten vor, weil ich sonst Kopfschmerzen kriegen würde. Und ja, fertig. Am Ende haben wir dann ein fertiges Buch. Zwei Sachen noch. Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, dass das Ganze auch quasi beeinflusst ist von tatsächlichen Locations. Also quasi, es gibt eben auch optische, offensichtliche Beeinflussungen. Wir haben noch gar nicht gehört, wo das Ganze spielt. Vielleicht magst du dazu mal was sagen. Ja, super klischeehaft. Manga in Japan, sagt man eigentlich, sollte man nicht machen, ist so ein bisschen kopieren, bla bla. Aber wir waren selbst schon mehrfach in Japan, haben tatsächlich dort auch viele Recherchen betrieben und Fotos gemacht, um uns zu inspirieren. Wir fanden, dass das für die Geschichte, die wir erzählen wollten, eine gewisse Atmosphäre, die wir eben an der japanischen Gesellschaft vorgefunden haben, uns am passendsten erschienen ist. Und deswegen haben wir beschlossen, das auch so beizubehalten und einfach diesen Fauxpas über uns ergehen zu lassen. Hübsch ist es auf jeden Fall. Trotzdem, wie viel Autobiografisches steckt drin? Wie viel kann von eurem Leben da reinfließen in diesen Comic? Oder ist das vielleicht gar nicht der Fall? Das ist immer, das ist sehr, sehr nochmal extra zu diskutieren, weil grundsätzlich ist jeder Charakter, den man erfindet, ist ein Teil von einem selbst. Autobiografisch ist da drin nichts. Aber die Charaktere, die wir ja quasi erarbeitet haben, die gehören ja schon zu einem selbst. Das heißt, jeder Charakter, den man irgendwie da drin hat, der reagiert vielleicht auch so ein bisschen wie man selbst. Hoffentlich auch nicht. Aber sammeln die Figuren zum Beispiel Erfahrungen, die ihr auch gesammelt habt? Oder passieren denen Sachen? Oder haben die Dialoge, die euch bekannt vorkommen? Ich glaube, wir sind da eher wie so ein Fantasy-Autor, der halt einfach Charaktere aufeinander schmeißt, schaut, was passiert, wie es halt in charaktergesteuerten Geschichten nun mal so ist und dann auch dabei zusehen muss, wie die ein Eigenleben irgendwie entwickeln. Das heißt, es war auch beim Erstellen der Geschichte sehr, sehr spannend zu sehen, wohin das Ganze führt. Wir hatten überhaupt kein Ziel vor Augen und haben dann am Ende gesagt, hey, ist eine ganz runde Sache geworden, wäre eigentlich cool, das tatsächlich umzusetzen. Und dementsprechend, jeder Charakter gehört zwar schon zu einem selbst, aber man hat wenig Einfluss darauf. Dementsprechend würde ich sagen, ist es fern von einer Autobiografie. Großartig. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit und das nette Interview. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Nun bin ich bei einer jungen Künstlerin, die hier bei der Con quasi direkt neben der Bühne sitzt. Und wir müssen mal gucken, wie das hier aussieht mit dem Ausschlag meines Pegels auf dem Mikrofon. Und vor allem auch, wie viel wir von der eigentlichen Moderation im Hintergrund noch mit auf der Aufnahme haben. Ich bin gespannt, was sie zu sagen hat und ich frage mich, ob sie taub ist. Hallo, ich bin der Anni, wer bist du? Hi, ich bin Ace oder auch Nihidea ist mein Künstlername. Wie ist das den ganzen Tag? Diese Dauerbeschallung ist doch bestimmt ein bisschen anstrengend, oder? Ja, also so ein bisschen schon. Vor allem, wenn dann zwischendurch auch die Werbung läuft und dann die Trailer sich immer wieder wiederholen, dann sieht man den gleichen Trailer irgendwie ein Dutzend Mal. Ist schon ein bisschen anstrengend. Aber teilweise ist es auch echt interessant, so die Interviews und Panels, die da so laufen. Du bist hier als Künstlerin am Start. Das heißt, du sitzt in der Artist Alley, hast hier deinen Tisch aufgebaut und eine ganze Menge tolle Sachen dabei. Und unter anderem habe ich einen Comic entdeckt. Vielleicht magst du, bevor wir auf den Comic zu sprechen kommen, aber erstmal dich vorstellen. Wer bist du eigentlich? Was machst du die ganze Zeit? Ich studiere eigentlich im Moment hauptberuflich, sagen wir mal. Ich mache einen Master in internationale Literaturen und eben nebenbei mache ich halt das Comic-Geschäft, zeichne meine Sachen. Ich habe auch einen Etsy-Shop, wo ich eben Sachen verkaufe. Das läuft eben im Moment noch nebenberuflich. Dann hoffentlich hauptberuflich, wenn das Studium fertig ist demnächst, als Selbstständige dann. Das ist so das, was ich so mache. Ja, und eben scheinbar, wie du auch schon sagst, nebenberuflich so ein bisschen auch quasi Comic. Vielleicht kannst du so erzählen, wie bist du da reingerutscht? Warum gerade Comics? Warum nicht zum Beispiel Cartoons? Warum nicht irgendwelche anderen Illustrationen? Wie sieht das da aus? Illustrationen habe ich ja auch schon gesehen. Also ich mache ja viele verschiedene Stile. Ich mache eben auch so Tintenillustrationen. Aber ursprünglich das Interesse, weshalb ich reingekommen bin so in die Comic-Szene, ist halt von Anime-Manga. Habe ich halt als Teenager so immer an mir angeschaut, die Serien damals im Fernsehen und auch die Bücher gelesen. Und das war eben einfach das, was mich so interessiert hat. Ich habe mich auch ein bisschen jetzt weiter zum westlichen Stil hin entwickelt, aber die Einflüsse von Japan sind einfach immer noch da. Und deswegen einfach interessiert mich auch dieses sequentielle Erzählen, weil ich eben auch gerne Geschichten schreibe und gerne Bilder zeichne, dann kann man eben beides verbinden, wenn man einen Comic macht. Dann lass uns doch mal direkt drüber sprechen. Hier vor mir liegt der, ein Comic. Ich gucke, ob ich das richtig lese. Bold as Brass, oder? Ja. Ist ein L, hätte auch ein S sein können, deswegen war ich kurz irritiert. Vielleicht magst du uns erzählen, wovon handelt der Comic?
Ja, also das ist eine Fantasy-Geschichte, die eben in so einer Welt spielt mit Elfen, Zwergen und eben auch anderen Rassen, die ich mir eben selbst ausgedacht habe. Und es geht eben um einen jungen Halbelfen, der eigentlich total privilegiert ist und alles hat, aber sich total langweilt und deswegen eben lieber auf den Straßen rumhängt mit so Straßenkindern. Und wird halt eines Tages im Sturm vom Blitz getroffen, was natürlich in so einer magischen Welt auch Konsequenzen hat. Und dann muss er sich eben so auf eine Reise machen, um herauszufinden, was da jetzt mit ihm passiert ist. Ja, ist eben einfach eine schöne Abenteuergeschichte, die sich nicht so ernst nimmt, aber die sich auch ein bisschen auseinandersetzt mit so Themen wie eben Glaube und Religion und Identität und Schicksal. Also ja, einfach so ein bisschen eine Geschichte, die ich gerne erzählen wollte. Ja, finde ich cool, gerade auch, dass du so Metathemen ansprichst. Du hast jetzt von Glaube, Religion und so gesprochen. Das ist toll, dass es letztlich auch so vermutlich eines der Alleinstellungsmerkmale ist, die sich damit vielleicht über andere, also eben ein bisschen absetzt von anderen Sachen, die man so kennt. Ist das abgeschlossen? Gibt es da noch Folgebände? Sind schon neue Sachen in Planung? Wie sieht es aus? Ja, das ist nicht abgeschlossen. Bisher ist eben der erste Band draußen. Es ist auf circa 10 bis 12 Bände ausgelegt. Der zweite Band ist gerade in Arbeit, kommt hoffentlich noch bis Ende des Jahres raus. Ja, ich arbeite so vor mich hin. Das ist natürlich ein großes Projekt. Das braucht natürlich seine Zeit. Ich habe dazu eben immer auch kleine Illustrationen und Mini-Comics und sowas, die ich auch mache auf Social Media dann. Aber so in Papierform ist bisher halt der erste Band verfügbar. Wie läuft die Con für dich? Ist das genau der Ort, wo du hingehörst, damit du hier mega den Fame abkassierst? Applaus hast du ja offensichtlich, kriegst du ja gerade. Wie sieht es aus? Ist die Con genau das richtige Ding für dich hier? Ja, also Stuttgart läuft für mich eigentlich immer super. Das ist auch so ein bisschen meine Heimat-Con. Ich wohne hier in der Nähe. Es läuft auch heute gut und dieses Wochenende, auch weil ich den Comic heute auf der Bühne hier auch vorgestellt habe, schon heute Vormittag. Und da ist bei dem Queer Comics Panel tatsächlich. Und ja, das generiert natürlich Interesse. Und da kamen dann auch ein paar Leute, die geschaut haben. Deswegen, ja, für mich läuft es eigentlich gut. Ich kann mich nicht beschweren. Jetzt würde ich dir gerne 100 Fragen stellen, aber im Hintergrund gehen die Trailer los und ich glaube, ich überlasse dir jetzt deinen Spaß mit den Trailern. Vielen lieben Dank für das nette Interview und viel Erfolg noch. Ciao. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Die junge Frau vor mir macht scheinbar Manga und es überrascht mich im ersten Eindruck, dass man die in der westlichen Lesereihenfolge liest. Ich bin mal gespannt, warum sie das macht. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin die Jen. Ja, also zur Frage... Ganz einfach. Die Druckerei macht die Bücher, wenn ich sie in die asiatische Leserichtung mache, eben, dass ich, sie sagt, dass ich das nämlich von hinten nach vorne dann nummerieren muss. Das heißt, die hinterste Seite wäre meine erste Seite und damit ich nicht durcheinander komme, mache ich es einfach dann so rum. Ja, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen. Was machst du ja eigentlich? Comics machst du ganz gern, oder? Also Mangas, ja. Die japanischen Mangas oder Comics mache ich sehr gerne, ja. Das hat damals angefangen. Ich bin jetzt muss ich nachdenken, 32, ich werde bald 33. Und angefangen habe ich damals, ich glaube, so wie alle in meinem Alter mit Sailor Moon. Und gemalt habe ich eigentlich schon seit dem Kindergarten. Und ich liebe es, Geschichten zu machen, ja. Was für Geschichten erzählst du denn selber? Wovon handeln deine Werke erstmal so allgemein? Gibt es so Sachen, die du, sag ich mal, Oberthematiken, die du da abgreifst? Ja, also das Hauptthema bei mir ist eben Boys Love. Und ich habe mich auch ein bisschen an Girls Love versucht, mit dem Schwerpunkt eher auf so Alltagsgeschichten. Jetzt habe ich natürlich da auch so ein paar Sachen drin, wo Kemonomimis drin sind, also Leute mit bestimmten Tiermerkmalen. Und mein neuestes Werk ist so eher in die Richtung Action, aber halt auch mit dem kleinen bisschen Boys Love, weil das so selbst mein, also ich zeichne lieber Männer als Frauen und bin auch selber im Lesen so, das interessiert mich mehr als jetzt die normale Romanze zwischen Mann und Frau. Wenn ich im Laufe der letzten Monate was mitgekriegt habe, dass es diesen Boys-Love-Genre, es, sage ich mal, verschiedene Abstufungen von der Explizität ergibt. Ne? Also welche da ist Vollgas, das siehst du alles überall herkommen. Und es gibt welche, da ist einfach mal nur so ein Handkontakt und ein Kennenlernen. Sag ich mal, auf welchem Level bist du da so unterwegs? Also ich habe früher sehr viel so in die R18-Richtung gemalt, einfach weil das besser angekommen ist. Aber ich fühle mich selber nicht damit wohl, weil ich mich ganz schwer tue, einfach... Sexszenen zu zeichnen.
Und ich bin da, sag ich mal, sehr einfallslos, was so die Posen angeht. Und bevor ich mich dann schwer mache, möchte ich dann lieber eher auf die Geschichte dahinter, wie sie sich kennenlernen, wie so der Alltag zwischen ihnen ist, was so die Probleme davon sind und so weiter. Das interessiert mich persönlich mehr. War früher, als ich 16 war, auch anders. Da habe ich eher eben diese ganzen Sachen ab 18 oder so gelesen. Und jetzt ist es dann doch eher dieses, mich interessiert mehr die Geschichte als jetzt nur dieses Rumgepoppe. Ja, ist ja letztlich auch irgendwie dann auf Dauer ein bisschen spannender auch vielleicht ein bisschen für den Leser. Ich will jetzt nicht zu privat fragen, weil es mich auch in einem gewissen Rahmen was angeht. Boys Love heißt ja eben zwei Kerle sich. Wiefern hast du da Einblicke in vergleichbare Beziehungen? Warum schreibst du gerade über Kerle? Du bist ja selber scheinbar keiner. Nee, ich bin selber keiner. Ich weiß auch nicht, also ich habe auch jetzt in meinen engen Kontakten, ich habe einen Jungen gehabt, der, also nicht ich selber, ich habe einen bei mir mal untergebracht gehabt, der auch eine Beziehung mit einem Mann hatte und ich weiß nicht, woher es kommt, das hat mich einfach irgendwie mal fasziniert. Ich glaube, es war einfach so, genau, es war ein Anime, den ich mir geholt habe, wo ich gedacht habe, die Person ist eine Frau, weil die sehr weiblich aussah und es stellte sich aber heraus, dass es ein Mann ist und er dann sich aber in einen Mann verliebt hat und ich fand es gar nicht so schlimm und hab dann angefangen, das dann auch zu zeichnen. Also ist da auch viel einfach Fiktion mit drin in dem, was du dann da schreibst. Und es beruht jetzt nicht unbedingt auf Erfahrungen, wo du selbst Kontakt hattest. Nee, ich meine, die Medien und so sind ja recht groß und man kriegt so immer so zwischendrin ein bisschen was mit. Aber ich habe jetzt auch jetzt nicht so viel dieses, wie sagt man denn, also diese ganze Drumherum-Geschichte mit er ist schwul und so, das ist bei mir gar nicht Thematik, bei mir geht es eher um die zwei Hauptcharaktere, wie sie sich kennenlernen und meistens ist einer von den beiden ja schon geoutet. Okay, alles klar. Vielleicht suchen wir uns mal zwei Serien raus oder zwei Bände und du schreibst uns ein bisschen, was da so, worum es geht und vor allem vielleicht so das Aktuellste auch mit dabei, ja? Okay, also, wir können gerne das hier nehmen, das ist Deep Sky und Bittersweet. Genau, also das Deep Sky ist jetzt das neueste Werk von mir, das ist jetzt in Richtung Action und Boys Love, wobei ich da eher den Schwerpunkt auf Action gemacht habe. Ich wollte ein bisschen raus aus meiner aus meiner Komfortzone ein bisschen mehr Action, weil ich auch, also ich lese auch so Action-Sachen auch sehr gerne. Ich mag auch Drama und alles und das kann ich in diesen Boys Love teilen. Geringfügig reinmachen und da wollte ich mich ein bisschen mehr austoben und halt eben auch ein bisschen mehr mit Action und so mich ausprobieren. Von der Handlung her ist es geht um zwei Sterne, also wirkliche Sterne. Der eine heißt Comet und der andere Nova und die sind auf der Reise und suchen andere Sterne im Weltall, auf Planeten und so und erleben halt dort immer wieder irgendwelche Abenteuer, um halt auch an die Sterne zu kommen. Und das ist auch etwas, was jetzt länger geht dann. Das ist nicht nur in einem Band abgeschlossen, sondern das hat aktuell 500 Seiten und wird wahrscheinlich auf die 1000 Seiten irgendwann ausgehen. Ja, ich bin gespannt, weil eigentlich habe ich mir vorgenommen, nie weiter als ein, zwei Bände zu gehen. Und das ist jetzt schon auf 10 Bände sozusagen. Ja, geht es hinaus. Da musst du also lange am Ball bleiben und viel auch Kraft und Zeit und Energie mitbringen. Cool, klingt ganz interessant. Und was ist der zweite Band hier? Worum geht's da? Ja, also Bittersweet Chocolate Love ist eine Geschichte um einen Jungen, der Tobias heißt. Er ist Lieferant und beliefert eben einen Chocolatier, den er eigentlich ganz süß findet, aber er steckt selber in einer Beziehung drin, die leider unglücklich ausgeht und in diesem Buch merkt man halt so ein bisschen, wie sie sich eigentlich gegenseitig gerne haben. Aber ja, ob sie zusammenkommen oder nicht, kann ich jetzt nicht verraten. Ich denke aber, es ist recht niedlich gemacht. Zumindest habe ich nichts anderes gehört von den Käufern. Die hoffen auf eine Fortsetzung. Wer sind denn deine Käufer? Wer nimmt dir die Comics ab? Vielleicht auch hier live bei der Con oder vielleicht auch anderswo? Es ist unterschiedlich. Es ist sowohl Mann als auch Frau, die das nehmen. Auch ältere Personen, jüngere. Sie gucken sich das Cover an, blättern durch das Buch durch und finden den Stil niedlich und dann nehmen sie es meistens mit.
Also bunt gemischt, alles dabei. Ja, cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das nette Interview. Und vor allem noch viel Spaß auf der Con. Ciao. Ciao. Die junge Frau hier vor mir ist eine von den Manga-Künstlerinnen hier auf der Con, die auch bei einem Verlag unterwegs ist und nicht bei irgendeinem Verlag, sondern wahrscheinlich beim Marktführer, soweit ich das weiß, hier in Deutschland zumindest. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin die Martina Peters und wie der Andi gerade schon gesagt hat, bin ich bei Carlsen Manga unterwegs oder für Carlsen Manga unterwegs und zeichne da meine Comics. Das ist ja voll krass. Weißt du, ob Carlsen Manga, haben die viele deutsche Künstler im Programm? Tatsächlich glaube ich, dass Carlsen mit Tokyopop aktuell die meisten deutschen Zeichner unter Vertrag hat. Ob die jetzt alle gleichzeitig was Brauches bringen oder nicht, aber die sind tatsächlich immer noch tätig für den Verlag. Und ich glaube ja, also wir sind mit die Größten sozusagen. Finde ich total cool. Und bevor wir auf das Werk zu sprechen kommen werden, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen. Wer bist du eigentlich und warum machst du Manga? Aha, ja, gute Frage. Nein, also ja, erstmal hallo, ich bin die Martina, ich bin 34 Jahre alt, die meisten Leute schätzen mich auf 21. ich komme aus Düsseldorf, nicht gebürtig, also die Kölner mag ich auch. Und ich zeichne eigentlich Manga, weil mir die Ästhetik halt super gefällt. Ich habe früher auch das lustige Taschenbuch gelesen, ich habe eine Zeit lang Mighty Ducks gezeichnet, also nicht für die Serie, sondern nur abgezeichnet. Aber das war so meine Ästhetik und dann kam Sailor Moon im Fernsehen und ich war total hin und weg. Und es waren halt dann auch noch eine Geschichte für Mädchen gezeichnet, das fand ich total geil. Und es waren halt keine Mädchen, die gerettet werden mussten, sondern es waren Mädchen, die retten. Und ja, dann habe ich meine eigenen Sailor-Kriegerinnen erfunden, den Stil adaptiert und irgendwie 20 Jahre später zeichne ich meine eigenen Mangas für Verlage. Sau cool. Dann lass doch mal auf die eigentlichen Mangas zu sprechen kommen. Hier vor mir liegen 3 Bände von 4, wie ich gerade gehört habe. Und das ist der Psycho-Thriller-Manga-Hit aus Deutschland. Steht vorne drauf, da wird es ja wohl auch stimmen. Was ist das eigentlich? Es ist ein Psycho-Manga-Horror-Hit. So. Nein, Focus 10 heißt der Manga. Und im Endeffekt geht es um das Basisthema Schlafparalyse. Für alle, die nicht wissen, was Schlafparalyse ist, das ist eine tatsächliche reale Sache. Die ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Das ist, wenn man schläft, dann stellt der Körper automatisch ab, dass man die aktiven Signale vom Hirn an die Muskeln sendet. Das heißt, wenn man Schlafparalyse hat, kann man nicht schlafwandeln und genau andersrum, damit man eben seine Träume nicht auslebt und nicht irgendwie in der Gegend rumrennt, wenn man im Traum irgendwo rumrennt. Und wenn man Pech hat, dann wacht man auf oder ist kurz vorm Einschlafen und dieses System ist schon angeschaltet. Und dann liegt man im Bett und kann sich nicht bewegen. Und wenn man noch ein bisschen mehr Pech hat, dann träumt man schon oder noch und halluziniert in die Realität hinein. Das heißt, man sieht irgendwelche gruseligen Gestalten, Schattenfiguren, man hört irgendwelche Sachen, man hat das Gefühl, dass jemand auf einem drauf sitzt oder solche Sachen. Und der Gedanke bei Focus 10 war, was ist, wenn diese Monster und Schattengestalten, wenn die wirklich existieren, aber in einer leicht verschobenen Realitätsebene von unserer. Das heißt, sie können effektiv nichts tun, sie können den Heiden die Angst einjagen, aber dir passiert eigentlich nichts als jemand, der Schlafparalyse hat. Und dann weitergedacht ist, was passiert, wenn es Leute gibt, die aus der Schlafparalyse raus können und in diese andere Realitätsebene eindringen, um gegen diese Monster zu kämpfen. Weil es kann ja schon negative Folgen haben, wenn man Schlafparalyse dauernd hat. Ne? Also man kann schlecht schlafen, man hat Angst davor einzuschlafen, man kriegt Depressionen etc. etc. und alles, was halt fortführend ist. Und der Hauptcharakter der Geschichte, der Adrian, der kann das, der kann in diese andere Welt eindringen. Und wenn man halt eben in diese andere Welt eindringt, dann bekommt man da so ein paar Special-Fähigkeiten, weil das alles sehr unterbewusst ist. Es ist eine leicht andere Realität als unsere. Also es ist sehr viel wie im Traum, dass man sich umdreht und plötzlich ganz woanders steht, ohne sich wirklich physisch bewegt zu haben oder so. Und er könnte also ein Held werden, der andere Leute vor diesen Monstern beschützt, aber er hat überhaupt keinen Bock drauf, weil er will eigentlich nur sein normales Leben leben und seine Ruhe haben. Und dadurch, dass er halt eben nicht handelt, verliert er mehr als ein bisschen Schlaf. Und ob er am Ende ein Held wird, das müsst ihr alle selber lesen. In 4 Bänden, die aktuell erschienen sind, ist das noch eine Ongoing? Wie viele Bände sind insgesamt geplant? Es werden insgesamt 10 Bände. Der 5. Band kommt jetzt Ende Juli raus. Und wir sind dann im März 2021 fertig. So cool, also ein ganzes Konzept. Ich habe mich, als du den Pitch gemacht, also quasi die Story erzählt hast, habe ich mich gefragt, warum sollte man die Monster überhaupt bekämpfen, wenn sie doch gar nicht in die echte Welt reinkommen? Aber wenn man natürlich schlafen will, ist vielleicht ganz praktisch, ne? Ja, also wie schon gesagt, es kann sich halt durch Schlafmangel, wenn man sich mal informiert darüber, wie schnell man krank werden kann, also wirklich psychisch und physisch krank werden kann durch Schlafmangel,
Und eben auch, klar, dadurch verstärken sich grundlegende Depressionen bis hin eben dazu, dass sich Leute vielleicht dadurch umbringen selber oder ja, so müde sind, dass sie im Straßenverkehr nicht aufpassen und dann einen Unfall bauen oder sonst irgendwas. Also dementsprechend ist es halt schon gefährlich, nichts dagegen zu unternehmen. Eben gerade, und darauf werden wir vielleicht nochmal kurz zu sprechen kommen, du hast noch ein anderes Werk, das sehr explizit ist, auch in der Darstellung der, also von Geschlechtszahlen und Co. Ist das hier bei Focus 10 auch ein Thema? Vielleicht ist es ein queerer Comic? Es ist eigentlich kein queerer Comic. Ich habe immer gesagt, nein, das ist kein Yaoi, es hat nichts mit Boys Love zu tun. Ich würde aber lügen, wenn ich sage, dass es keine Charaktere gibt, die nicht straight sind oder cis sind oder sonst irgendwas. Also, aber bei mir ist es so, mal abgesehen von meinen Yaoi-Mangas, Boys Love-Mangas oder eben auch den Porn, den ich hier liegen habe oder die Yuri-Mangas, die ich schon plane, ich versuche auch in meine normalen Mangas Figuren einzubauen, die meinetwegen schwul sind oder die pan sind oder die genderqueer sind oder sonst irgendwas. Aber ich mache es nicht zum Thema. Die gehören einfach dazu. Das ist ein Charakterzug von ihnen, aber es macht nicht ihren Charakter aus. Also ich versuche es als Normalität darzustellen. Und dementsprechend natürlich gibt es auch Charaktere. Es gibt auch einen Schwulen oder zwei Schwule oder einen Genderqueeren oder so in Focus 10. Aber es ist nicht das Thema der Geschichte. Scheint mir der vernünftigste und beste Weg zu sein, die Geschichten so zu erzählen. Und jetzt hast du da bei Carlsen Manga unterschrieben, richtig? Wie kamst du denn da zur Zusammenarbeit? Ich habe mich beworben. Also ich bin tatsächlich ganz, ganz lange an Carlsen vorbeigelaufen, weil ich mir immer dachte, nee, die sind mir zu kommerziell und so. Das ist aber schon lange her tatsächlich. Und irgendwann bin ich dann mal zu einer Mappensichtung gegangen bei Carlsen, ganz peinlich mit einer kleinen Schäfchenmütze und wie so ein kleiner Weeaboo. Und dem Kai-Steffen Schwarz, der ist der Manga-Preisleiter bei Carlsen, dem hat das gefallen, was ich gemacht habe. Und er meinte halt, ja, schick mal halt ein Konzept ein, allerdings für eine Kurzgeschichte, weil es damals diese Boxen gab, diese mit diesen Chibi-Mangas, die nur 56 Seiten hatten, wo sie halt sehr viele deutsche Künstler ausprobiert haben. Und da durfte ich halt in die zweite Box mit rein. Und von da an ging es dann halt weiter, weil es hat ihnen wohl gefallen, wie die Zusammenarbeit gewesen ist, weil ich halt verlässlich arbeite und so. Und es hat sich scheinbar auch gut verkauft oder es kam halt allgemein gut an. Und so ging es halt immer weiter. Dann habe ich dann mit der Anne Delseitz zusammen eine Trilogie rausgebracht bei Carlsen, im Boys Love-Thema auch, weil das halt damals sehr, sehr hoch im Kommen war. Und inzwischen arbeite ich halt dann alleine für Carlsen weiter und erzähle halt andere Geschichten. Und dann hattest du eben Porn angesprochen. Das heißt also, du hast was sehr Explizites hier liegen. Und persönlich finde ich es immer sehr interessant, weil ich mir das dann natürlich gerne mal angucke. Das ist wohl ein Spin-off, hast du schon gesagt. Und es klingt wie eine Download-Plattform. Was genau hast du da eigentlich mitgebracht? Also es hat nichts mit irgendwelchen illegalen Downloads zu tun. Das Ding heißt Torrent. Und ich beziehe mich darauf auf die originale Bedeutung des Wortes Torrent. Und was ja im Endeffekt so ein Wasser, also sehr feuchter Sturm ist. Moment, das klingt jetzt irgendwie expliziter, als ich es gemeint hatte, aber also es geht darum, dass die Figuren sind auf einem Schiff und daher kommt die ganze Wassersache und es ist eine sehr wirbelige Beziehung, die beiden da anfangen und deswegen habe ich das ganze Torrent genannt, was ist auch sehr eingängig und ja, daher der Titel. Es ist ein Spin-off zu irgendwas, zu was? Das ist ein Spin-off zu meiner eigentlichen allerersten Geschichte, die bei einem Verlag erschienen ist, und zwar Kai bzw. Ten, was beim Kleinverlag Cursed rausgekommen ist, also ursprünglich bei Fire Engine, später aufgekauft von Cursed und dann weitergeführt bei Cursed und man kann es zu 60% tatsächlich im Internet lesen und dazu habe ich halt am Ende dann Spin-off gemacht, nachdem die Trilogie fertig gewesen ist, weil zwei Nebencharaktere oder Supporting Main Characters, kann man sagen, irgendwie ein Eigenleben in meinem Kopf entwickelt haben und dann haben sie halt ihre eigene Geschichte gekriegt. Was mich immer interessiert, ist die Frage, inwiefern du da auch so eigene Erfahrungen meinetwegen aus dem Bekanntenkreis mit einbringen kannst. Wie viel von eigenen Erfahrungen und Geschichten, die du vielleicht irgendwo mitgekriegt hast, steckt denn in dem Comic drin? Was den Sex angeht, gar keine. Ich möchte nämlich von meinen Freunden, ob sie jetzt hetero oder gay oder sonst irgendwas sind, ich möchte keine Sexgeschichten erzählt bekommen. Nicht, weil ich das eklig finde, wenn zwei Männer miteinander Sex haben, das ist ja auch, glaube ich, irgendwie unsinnig, aber ich möchte mir meine, ich habe eine sehr bildliche Vorstellung und ich möchte mir meine Freundin nicht beim Akt vorstellen müssen und dementsprechend möchte ich da, also baue ich da nichts ein, weil ich mir auch nichts erzählen lasse. Ansonsten ist es tatsächlich eher, dass ich Charaktereigenschaften ein bisschen
einfließen lasse, wenn ich Charaktere entwickle. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich einen Freund oder eine Freundin 1:1 übernehme in einem Comic, sondern es ist eher so die und die Person hatte diese Erfahrung gemacht und sie mit mir geteilt. Und dann habe ich einen Charakter, wo ich mir denke, die Figur ist ähnlich oder hat Ähnliches durchgemacht. Das könnte ich dann damit verarbeiten drin. Aber so richtige Geschichten oder Storys benutze ich normalerweise halt nicht aus dem Freundeskreis. Okay, cool. Und das kommt jetzt aber im Eigenverlag raus. Das heißt, es gibt ja keinen Verlag, der dir bei dem Spin-off hilft. Was sagt denn da der Verlag dazu? Die finden das eigentlich ganz cool so. Also denen macht das überhaupt nichts aus. Die hatten halt überlegt mal, ob sie es vielleicht noch aufkaufen sollen nachträglich, also lizenzieren sollen. Aber momentan läuft das eigentlich ganz gut so. Und die finden das eigentlich ganz cool, weil dadurch kommt dann ganz oft noch jemand, der sagt, oh, das ist ein Spin-off, da möchte ich die Hauptstory zu lesen. Und dann schicke ich sie zum Verlag und dann hat er auch noch was davon. Win-win-win-Situation. Martina, vielen lieben Dank für deine Zeit, das nette Interview. Ich wünsche noch ganz viel Spaß. Ciao. Vielen Dank. Hier ist total gelb und ich bin nicht etwa beim ADAC und ich glaube, gibt es auch keine Telefonbücher, aber es gibt nette Menschen, die mir tolle Spiele verkaufen wollen und ich werde das tatsächlich auch mitnehmen, weil ich nämlich eventuell die Vorlage ganz gut kenne. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin die Angela. Hallo Angela, warum ist denn hier so gelb, was macht denn ihr hier? Weil es so gelb ist, weil es eine schöne Farbe ist, weil ich die mag und weil es ein bisschen eine deutsche Farbe ist. Was wir machen ist, wir saufen und spielen hier im Stand. Volltreffer. Das ist immer absolut fantastisch und passt ja auch bei uns gut ins Programm. Und ihr habt hier was am Start, das ihr unter das Volk bringen wollt. Das erinnert mich an Cards Against Humanity, oder? Ja, das erinnert sehr stark an Cards Against Humanity. Es ist auch ein wunderbares Plagiat, da stehen wir dazu. Ist aber so, dass wir da kein schlechtes Gewissen haben, weil Cards Against Humanity selbst ist auch schon ein Plagiat. Ist ein Plagiat von einem Schweizer Spiel tatsächlich. Das heißt, wie ich die Welt sehe, was ein Plagiat ist von einem englischen Spiel, das Apples to Apples heißt. Also wir haben ein Plagiat von einem Plagiat von einem Plagiat gemacht. Aber das Beste davon. Ja, vor allem auch mit eigenen Inhalten. Ne? Also ihr habt ja nicht einfach nur irgendwas übersetzt, sondern ihr habt eigene Inhalte geschaffen, oder? Ja, komplett ja. Wir haben uns ein Wochenende zugesoffen und haben da hardcore getextet. Zuerst mal eigentlich nur als Spaßprojekt. Also ich war mit einer besten Freundin Wochen weg und wir haben da im Vollrausch die Idee gehabt, ja komm, wir machen das jetzt, weil Cards Against Humanity ist ja zwar witzig, aber man kennt halt einfach die Hälfte der Personen nicht, man kennt die Orte nicht. Ist ein geiles Spiel, aber es steckt auch voller Worte, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt kennt. Ja, genau. Und dann hat man halt noch Freunde, die können nicht so gut Englisch und dann wird es dann nicht so mühsam. Also haben wir mal gedacht, komm, das machen wir jetzt mal für uns und haben da mal ein Wochenende durchgetextet. Da ich selbst Grafikdesigner bin, habe ich dann nachher digitalisiert und ging dann in den Copyshop und habe das in eine Auflage von einem Spiel gedruckt. Habe das dann mitgeschleppt zu Veranstaltungen, zu Partys von Kollegen, zu Geburtstagsfeiern. Weil ich dachte, es war, wir müssen öder Event kommen, ich bringe jetzt mal ein Spiel mit. Und das ist da so super angekommen, dass immer mehr Leute gefragt haben, ja, wo kriege ich das her? Und da habe ich dann mal gedacht, naja, warum nicht mal Kickstarter machen? Ich bin selbst Hardcore-Kickstarterin, habe sicherlich 60 Spiele schon über Kickstarter unterstützt. Und dann, ja, warum nicht mal selbst was machen? Und so ist dann die Schweizer Version entstanden, Kampf gegen das Bünzlitum, zwar im Jahr 2015. Genau, die Schweizer Ausgabe, ja, die war dann erfolgreich. Also glücklicherweise, das war ein Endspurt. Ich hatte ein Medieninterview geben können, 2 Tage vor Kickstarter-Ende. Und die hatten die Kampagne noch mal schnell gepusht und das hat dann geklappt. Die Stretch Goals dann auch und so? Nee, hatten wir nicht. In der deutschen Version hatten wir es, aber da sind wir, ja, fangen wir von vorne an. Kickstarter war erfolgreich von der Schweiz. Ich dachte, es war eine einmalige Aktion, habe damit eigentlich abgeschlossen. Und da ist mir aber jemand zugelaufen, der den Vertrieb machen wollte in der Schweiz des Spiels. Und dann haben wir halt eine 2. Auflage gedruckt und die kam dann auch weg. Und das ist so ein bisschen gewachsen, ganz natürlich. Habe inzwischen mit ihm zusammen einen Verlag gegründet, die Kampfhungerspiele GmbH. Und dann auch entschieden, ja komm, wir machen nochmal noch eine länderspezifische Version. Warum nicht noch eine deutsche Version machen? Und haben uns dann mit deutschen Studenten zusammengetan, die uns da ein bisschen, was Content angeht, unterstützt haben. Und haben die dann vor 2 Jahren auch gekickstartet.
hat auch geklappt und inzwischen cool. Läuft das ganz gut. Klingt nach einem interessanten Erfolgskonzept auch. Offensichtlich haben euch die Leute ja das quasi nicht nur gekickstartet, sondern eben auch diese, quasi die Leute, die das dann eben in der Schweiz vertreiben wollten. Finde ich total geil. Ist das nicht ein Spiel, das auch in einem gewissen Rahmen von einer gewissen Tagesaktualität lebt? Also du kannst natürlich keinen Namen nehmen, die kein Mensch mehr kennt, oder? Natürlich. Also wir haben bei Neuauflagen, wenn wir Bekannten drin hatten, die wir finden, das geht jetzt echt nicht mehr, das ist nicht mehr aktuell, dann kicken wir die raus und dann bringen wir natürlich auch Erweiterungen. Also das heißt, im Oktober kommt die erste Erweiterung, da sind dann wieder die ganz, ganz brandaktuellen Themen drin. Habt ihr auch so Blankokarten, dass man selbst Sachen draufschreiben kann? Natürlich, haben wir. Alles am Start. Alles am Start. Vom Vorbild optimiert, ja. Optimiert. Wir gehen dann bei Gelegenheit noch ein bisschen weiter. In der Schweiz starten wir jetzt einen Test mit einem Editor, wo man eigene Karten texten kann. Und die werden dann gedruckt und zugeschickt. Also da gibt es dann wirklich im richtigen Design die selbst getexteten Karten. Und wenn das in der Schweiz gut funktioniert, dann werden wir das in Deutschland auch starten. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Wir sind bei uns im Podcast Leute, die halt eben, da geht es auch generell allgemein um Hobbys, diverse Sachen. Und gerade so dieses Ding Stammtische, Party spielen, du hast es ja auch wirklich als Saufspiel gepitcht auch in einem gewissen Rahmen. Da kann ich mir das ganz gut vorstellen. Après-Ski und Co., die Möglichkeiten sind grenzenlos. Jo, nice, wie läuft's hier auf der Con? Ist es genau das Publikum, das ihr ansprechen wollt? Wie ist das Feedback? Das Feedback ist sehr, sehr positiv. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich in Deutschland an der Comic-Con bin. Sonst bin ich jeweils an der Spiel in Essen. Und dachte mal ausprobieren, weil man kennt uns noch ein bisschen zu wenig in Deutschland. Also es kommt immer sehr, sehr gut an, wo wir sind und kriegen fast ausschließlich gutes Feedback. Also ein paar Feministinnen, die finden, das geht jetzt gar nicht, weil sehr frauenfeindlich, was ich dann immer ein bisschen witzig finde. Aber nein, es kommt sehr, sehr gut an. Also wir haben hier zwei Spieltische, die sind auch ständig besetzt und fast alle, die da Platz nehmen, die nehmen dann auch ein Spiel mit nach Hause. Und ständig am Kichern auch die Leute hier. Ja, man hört es auch ständig. Ja, mega geil. Ich freue mich drauf. Ich werde mir noch mal ein bisschen die Karten genauer angucken. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man von euch noch ein bisschen was hören wird. Dankeschön. Dankeschön. Danke für das Interview und den Besuch. Ciao. Tschüss. Ich habe ernsthaft gedacht, ich würde alle Superhelden kennen, die in Deutschland irgendwie entstanden sind. Hätte alle Künstler schon mal irgendwie interviewt oder mit denen ein Bierchen getrunken. Aber es gibt immer wieder so Neuentdeckungen. Und hier sitzt ein junger Mann neben mir, der einen Comic am Start hat, den ich noch nicht kannte. Er hat viele Comics am Start und ich bin gespannt, was er uns dazu erzählen kann. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin der Jan Hoffmann und erstmal Dankeschön, dass du junger Mann gesagt hast. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber richtig, ich habe jetzt mal auch einen Superhelden-Comic-Versuch gestartet, nennt sich Obscuro, weil im Augenblick dachte ich mir, die deutsche Superhelden-Szene ist ein bisschen im Kommen. Ne? Da gibt es auch, klar, die Österreicher Ash, da gibt es LDH, Liga der Deutscher Helden, da habe ich auch ein bisschen mitkoloriert. Und ja, Captain America, wen gibt es noch? Trachtman aus München, München bin ich auch. Genau, genau, alles dabei, dachte ich mir, okay, da fehlt eigentlich noch so einer, genau. Der Obscuro. Was kann denn Obscuro? Obscuro, was kann er? Er kann fliegen, er hat natürlich übermenschliche Kräfte und er hat auch eine Fähigkeit, dass er bei Stress tatsächlich in seiner Nähe die Zeit etwas langsamer vergeht, ne? Weil er auch eine sehr hohe Dichte hat seiner Haut, wodurch er auch sehr schwer verletzbar ist und dadurch auch die Zeit vielleicht auch ein wenig langsamer vergeht in seiner unmittelbaren Nähe. Wodurch er auch manche Sachen abwehren kann, die man sonst vielleicht nicht schaffen würde. Also eine halbe Sekunde hat er dann mehr Zeit zu reagieren manchmal. Liest du denn selbst oder hast du früher auch selbst so Superhelden-Comics gelesen, die dich vielleicht inspiriert haben? Ja, natürlich. Also ich war als junger Mann, habe ich natürlich Die Spinne gelesen, hieß es damals noch. Und auch Batman, Superman, Hulk vor allen Dingen. Hulk habe ich glaub, als Siebenjähriger entdeckt, der hat mich wirklich geflasht. Ne? Also bin da schon längere Zeit dabei, das ist schon richtig. Ja, ja, finde ich total toll. Ich ganz ehrlich, ich finde den Preis auch sehr attraktiv. Ich glaube, 3,90 € möchtest du für ein Heft. Wie viele Seiten hat es? Das hat also komplett mit dem Cover und Rückseite hat es 28, glaube ich. Ja, ich hatte es auch schon mal teurer hingestellt, aber ich dachte mir, die 4 Euro ist vielleicht auch so eine Schmerzgrenze. Vor allem, das kennt ja keiner und so. Ne? Also, Verkauf läuft noch ein bisschen schleppend, aber mein Gott. Aber es gibt ja auch andere Sachen, die hier stehen, sowohl auch im Hardcover als auch weitere Hefte, Werke, die vermutlich etwas älter sind. Vielleicht kannst du noch erzählen, was du sonst noch hier stehen hast. Ja gut, ich habe zum Beispiel ein Buch über irische Märchen, die ich selbst umgeschrieben habe, selbst illustriert habe.
Das Hardcover, das ist daneben das. Ne? So, das ist eigentlich, war sehr aufwendig, einige Jahre gedauert. Was noch zu erwähnen wäre, ist vielleicht dieses hier. Das verkauft sich sehr gut, bin ich auch sehr zufrieden mit. Das heißt, kann es sein, fantastische Comic-Geschichten, wie gesagt, schwarz-weiß. Und das sind Kurzgeschichten, die so alle in einem Bereich spielen. Ja, kann es sein. Ne? Also man weiß nicht, ist es fantastisch, ist es surreal. Aber im Endeffekt könnte es passieren, man weiß es nicht. Ne? Also fantastische Geschichten, die vielleicht auch einen realen Ursprung haben. Ich habe hier gerade, also ein Kreuz habe ich gesehen, so ein riesiges Christ. Oh ja, okay, das ist dann auch ein bisschen interessant. Es ist so ein bisschen Science-Fiction-Sachen dabei, ein bisschen Fantasy dabei. Ja, ganz cool. Und das ist alles von dir. Das heißt sowohl Story, also Handlung und Text, als auch die Illustration, alles eine One-Man-Show. Alles eine One-Man-Show. Ne? Aber wie ist Science-Fiction? Okay, es sind noch zwei Geschichten dabei, die sind Science-Fiction. Der Rest ist tatsächlich eher vielleicht eine andere Bewusstseinsebene zwischendurch sich ergibt und dann mal wieder zurückkommt. Ne? Also es bleibt nachher ein bisschen offen, ob das wirklich so geschehen ist oder nicht. Also ja, also recht interessant, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Und auch mal was ganz anderes, was ich so jetzt in der Form noch nicht überall anders auch schon gesehen habe. Toll, wenn es so eine zweite, dritte Ebene vielleicht gibt bei solchen Sachen. Und ich muss auch sagen, es sieht echt gut aus und es ist aber auch schwarz-weiß. Warum hast du nicht koloriert? Ja, erstmal ist natürlich Kolorieren gewaltige Arbeit. Ne? Da kannst du sagen, pro Seite brauchst du nochmal mindestens einen Arbeitstag. Und zweitens dachte ich mir auch, ehrlich gesagt, es passt ganz dazu. Es sind ja ein bisschen solche fantastischen Geschichten, wurde auch schon mal verglichen von einem anderen Redakteur mit diesen alten Geschichten aus dem Fernsehen. Da, wie hießen sie noch, die Dingens, sag schon. Twilight Zone, du hast es, genau. Solche Geschichten sind das. Und dann finde ich auch, kann das ruhig ein bisschen klassisch, altmodisch aussehen. Ne? Dann passt das. Aber ich habe schon drüber nachgedacht, es zu kolorieren, ist richtig. Weil es kaufen auch so recht viele. Und dachte ich mir, wenn ich es noch farbig mache, dann kaufen sie ein paar. Noch mehr. Ja, wobei schwarz-weiß, finde ich, nicht zwangsläufig altbacken bedeuten muss. Ganz im Gegenteil, ich finde, es sieht sehr modern aus. Tatsächlich gefällt mir das sehr gut, was ich da gesehen habe. Wie ist das hier auf der Con? Reißen die Leute generell die Sachen aus der Hand? Ist es hier genau die Veranstaltung, wo du richtig aufgehoben bist? Oder sind es da vielleicht andere Veranstaltungen wie München und Erlangen, wo du vielleicht besser aufgehoben bist? Ach, kann ich schlecht sagen. Also gestern war es sehr gut, heute ist es ein bisschen mau. Letztes Wochenende war ich in München beim Comic-Festival. Gut, aber 4 Tage war es im Endeffekt mehr als hier, ne, vom Umsatz her, aber ich glaube, das ist das Gleiche. Ich weiß halt allgemein nicht, ob Comic so gut läuft, ne, weil wir sind kein großer Verlag, kennt kein Mensch, und ob man da jetzt mal eben 10 Euro ausgeben will für einen No-Name, das ist noch die große Frage dann immer. Ne? Ja, ich habe da auch den Eindruck, gerade Self-Publishing-Bereich muss man echt, das ist ein ständiger Kampf und letztlich auch ein bisschen Hobby irgendwie auch und Herzblut, das man reinsteckt. Aber ja, ich freue mich trotzdem, dass du sagst, dass das ein oder andere ganz gut ging und die Leute es gern mitnehmen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und das nette Interview. Ja, und ich hoffe auch, dass in den letzten Stunden der Con der ein oder andere hier nochmal zuschlägt. Danke dir, ciao. Ich danke dir, ciao. Der junge Mann, der mir gerade gegenübersteht, hat hier noch ein paar Sachen auf der Con stehen und das sind die letzten Minuten der Con angebrochen. Er hat von Rabatten gesprochen. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Hi, my name is Andy. Who are you? My name is Steve. My handle is Steve Actis, which is also my surname. I'm a comic artist from Greece. This is my first time in Germany in general. Same as in a German Comic Con, obviously, and it's been pretty great so far. And please introduce yourself to the audience. I think you're somehow into comics, aren't you? Yes, I mostly work on comics. I usually work on fantasy subjects and Greek folklore, LGBTQ themes, as the scene of queer comics is quite small in Greece, but it's rising, and I'm a proud member of it. I work on social issues addressed with humor as much as I can, and I work on doing illustrations mostly for Dungeons and Dragons, either fan-made or semi-official, and yeah. That's pretty much it. Neo-traditional tattoo designs, more or less. That's pretty much it. Before we go on the comic books you're presenting us here today, please, we're always interested in international comic scenes, especially. We had a lot of talks with a lot of people from all over the world, but I'm not that into Greek comic scene. Maybe you can tell us, what is
You say the scene is growing. What is the special thing about it? How much people are there? Are there cons like that? Maybe you can say some experience about that. Mm-hmm, absolutely. So the Greek comic scene is growing very fast. It's incredible. There are some new artists that are incredibly good. The level is extremely professional. And I think the local Comic Cons really help with that. There's a growing scene and so many fresh ideas that I think the past about 10 years have been incredible for the scene. Common themes, you can see like many humorous comics, many that have to do with traditional like folklore and history. Many use like historical fantasy in their subjects. And I think as a whole, we are trying to kind of get away from just the usual Greek mythology, like the ancient stuff, because that's been overdone, and we're trying to kind of focus on maybe the era of the Ottoman Empire and later in the 1800s, maybe, which is not as well known, but is just as interesting. There are plenty of surreal, humorous comics that are absolutely hilarious. There's a small part of the LGBTQ scene that is growing a lot. There are many more women artists than used to be about 10 years ago. It's honestly growing, and it's amazing. It really is. There are local artists that started to work abroad, like in America or the UK, in Belgium, I think, some of them. So it's been pretty amazing the past few years. Is it a lot of independent and self-publishing stuff, or there are bigger publishers in Greece? Yeah, both. There are some publishers that are trying to recruit new talents, and it's not that difficult to actually get published. But the self-publishing scene is really big in itself. So there are plenty of artists, like such as myself, for the most part, that we choose to go into self-publishing instead of actual publishers. Mostly, it's more convenient to pick exactly what you want, I guess, and to have your own deadlines, and the money is pretty okay as well. So there are plenty of people who just do it out of choice, not because of necessity. And since all conventions and festivals give plenty of space to self-publishers, this is also the main way to share your comics. So it's there are plenty of indie comics. It sounds very interesting. How familial is it? Are you nice to each other? Oh, it's been pretty okay. Yeah, I think it's. I think most of us regularly meet each other for like good drinks or coffee. Or I think I've gone like on vacation with plenty other cartoonists. And like it's because there aren't that many of us. Like as a country in general. Most of the comics in at least know each other, if not by name, at least by face. And if we know each other's work, it happens to me a lot that you say, oh, you know, that artist. I'm like, oh, who is that guy? It's the guy that draws this and this and this. Okay, yeah, I know him. It happens a lot. It's a small scene. And I think most artists are really supportive to each other. Like, we've had smaller artists coming to, like, the most famous ones for help, and they get it very eagerly. And some of the most well-known ones come to the less well-known ones for collaborations or for advice maybe in subjects that they're not aware of and that the younger people might know about it. So overall, it's really supportive, which is fascinating, really. Yeah, and it sounds great. Thanks for the short introduction to the scene. Maybe you can tell us something about your work you're doing, presenting us here today. What is it I'm looking at? All right. So you're looking at my main three works right now. So the first one is Esme. It's based, again, on Greek fairy tales and folklore. It's based on one that my grandmother used to tell me as a kid. And it's kind of edited with like more humor and queer protagonists and it kind of brought into a more fantasy setting instead of just the original fairy tale that is very fairy tale-like and doesn't make a lot of sense necessarily translated into a comic. It was nominated as Best Self-Published Work in the 2017 Greek Comic Awards. It's been going really well, both in Greek and in English.
And it's probably my favorite one so far. The second one, it's called the Gelling Fish. The pun makes more sense in Greek, but I did try. It's basically if your art problems manifested as an evil imaginary floating jellyfish. Again, the pun makes more sense in the original, okay. But the inside is pretty much the same. So it's kind of autobio where I'm the protagonist and the jellyfish is plaguing me with damages to my work or pressing deadlines or anything bad that might happen, basically. And the third one is one of my oldest ones. It's called The Monsters in the Closet. And the second part is inside it as well, which is called The Monsters Are Out. And it's also an autobiocomic about coming out as queer in Greece. That was the first part was in about 2012. And the second part was made 6 years later when I reread it and realized that I don't feel that way anymore. It's not as bad as I thought it would be. I have changed and the world around me has changed and things have gone, have moved forward. So it's kind of the it gets better cliche, but with actual examples of an actual real human being that had it pretty bad and now it's everything's going much better than it used to. So these are my my main works, basically. I also have my Inktober challenge that I did last year, and it's based on a fantasy world of my own making, which is kind of a teaser for future projects. Okay. So this is what I brought with me, what I've translated, basically. So it's all there's always a Greek version and an English version, or do you usually publish it in English? Usually I do the Greek version first and translate in English afterwards, basically. So I do have some of the comics that are published only in Greek, mostly because they are either too small or very Greek specific and the jokes wouldn't translate, because they are you need to know the context and the pop culture of the country to actually laugh about it. So those ones aren't translated, and there are only a couple that are just made. Like my Inktober, I just made in English, because I have some information about what you're seeing, but it's not that much that it would need two different versions. So. Okay, great. Thank you very much. I'm pretty sure I'm going to buy the Gelling Fish and Esme. And thank you very much again, and have a nice time. See you. Thank you so much for the opportunity, and good luck with your podcast, and thank you for having me in this amazing convention. Yeah.